Tja, neues Aufnahmegerät, Gitarre gestimmt, bisschen geübt. Ich mache jetzt mal drauf los. Matthias sein Lied. Eindeutig ist das Matthias Lied. Das war mir so klar, dass ich das unbedingt einsingen musste. Und jetzt mache ich mal drauf los und schneide. Und nee, ich schneide erst nachher. Ich fange jetzt einfach an. Ich schnibbel mir nachher die Aufnahme zurecht, die dann gut ist. Ich muss ja erstmal dieses Ding testen hier. Das ist ja alles neu und überhaupt. Ich mache das nochmal anders. Warte mal. So, jetzt haben wir das ein bisschen tiefer. Jetzt kurbeln wir das noch ein bisschen hoch. Ich weiß noch nicht, ob es hoch oder tief sein sollte. Das ist hoch oder Tiefbau, das ist die Frage. So, machen wir es mal so. Wir sind schon bei 1,14 Sekunden. Wie auch immer diese Aufnahme wird, brauchbar wird sie schon mal auf jeden Fall. Wiederholt werden kann immer alles. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr die Gitarre im Vordergrund. Das ist vielleicht gar nicht so richtig. Das ist auch doof. Anders. Wir machen es anders. Viel zu hoch, also kurbeln wir runter. Ich glaube, so ist es gut. So machen wir es. Bisschen oben, damit die Gitarre nicht so in den Vordergrund rückt. Alles klar, wir legen los. Das habe ich viel Picking üben müssen mit Fingerkuppen. Das ist nicht so einfach. Man haut oft daneben. Und wenn man nicht gut trifft, dann ist es zu schlapp. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Und schon aber den ersten Akkordfehler. Also weiter. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träum ich schwer und dann denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon seit Tagen, schon nach Tagen vermisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht ja doch, ja dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es weh, Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm. Denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich. Ich habe immer darauf gewartet, dass ich diesen Akkord jetzt hier hinhaue, weil ich weiß auch nicht, es ist der andere, es ist der hier. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst, nee, so vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war.
Ja, das ist gewissermaßen der erste Take. Den werde ich jetzt auch erstmal checken am Schneidepult. Und dann werde ich mal gucken, ob ich damit Spaß habe oder ob ich das Ganze nochmal mache. Ich wollte eigentlich eingangs noch erwähnt haben, Matthias, du hattest dir ja irgendwo das Philipp-Poisel-Tempo gewünscht. Ich empfinde das Lied irgendwie in dem Flottentempo, so mehr so im Wader-Original. Passt vielleicht mehr zu mir. Aber vor allem ist es auch bei dem Lied besonders schwierig, die langen Zeilen atemtechnisch durchzuhalten. Deswegen macht so ein langsames Tempo da echt Kummer. Und so ging es ganz gut. Und wie gesagt, erster Versuch, der zweite folgt womöglich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie dieses Aufnahmegerät so abgeht, wie das funktioniert. Irgendwie habe ich auch ein. Also irgendwie wird mir ein deutliches Grundgeräusch angezeigt. Mal, werde ich mal sehen, wie sich das gleich anhört. Bis Peter.